Hi, hier ist der Frank von foodblog-hamburg.de. Wir wollen heute einen Hawaii Toast machen. Wir machen das ein bisschen aufwendiger, dafür schmeckt es dann natürlich dementsprechend besser. Wir bauen da noch eine schöne Hollandaise mit ein. Ach, was quatschen wir hier? Verlasst uns einfach anfangen, dann könnt ihr euch das ansehen. Ich brauche nur die Eigelb für die Hollandaise. Deshalb trenne ich die jetzt mal eben. Ich mache das aus zwei Eiern. Und dann tue ich da gleich ein bisschen Weißwein dazu. Und dann machen wir kurz das Wasserbad heiß. Prost, ihr Lieben. Ich gehe jetzt unter die anonymen Trinker. Ach so, jetzt wisst ihr ja, dass ich trinke. Mist. Na gut. Also wir tun jetzt ein bisschen Weißwein hier mit zu. Und dann tue ich mir das jetzt hier auf mein Wasserbad. Das wird jetzt gerade langsam richtig heiß. Muss ich schon mal wieder ein bisschen runternehmen. Ich habe mir hier hinten auf dem Topf, kann man das schon sehen, da habe ich mir Butter flüssig gemacht. Man muss nur aufpassen, diese Butter, die da drin ist, die flüssig ist, die darf nicht heißer sein als mein Eigelb hier. Und unser größter Feind, den wir haben, ist, dass das Ganze Rührei wird. Das muss jetzt so ein bisschen anziehen und dann fängt man an, da die Butter reinzutun. So, jetzt tun wir die erste Butter da so ein bisschen rein. Das ist so ähnlich wie wenn man Mayonnaise macht. So, dann machen wir da jetzt ein bisschen Salz rein. So. So, ich habe da jetzt noch ein bisschen Limette reingetan. Da war ich ja gerade leider nicht dabei. Jetzt tue ich da noch einen Hauch Muskat rein. Aber wirklich nur einen Hauch. Und dann werde ich da jetzt noch einen Hauch Pfeffer reintun. Schwarzen. Und dann ist meine Hollandaise soweit fertig, dann stelle ich die zur Seite und dann werde ich mich um unsere Toasts kümmern. So. Ich habe mir jetzt vier Scheiben Toastbrot genommen. Die werde ich mir jetzt mal kurz hier in der Pfanne so ein bisschen anbraten, damit die auch so ein bisschen kross sind und nicht so eine lappigen Dinger unten drunter. Das finde ich echt doof. Dafür mache ich jetzt gerade mal eben schnell mir hier meine Pfanne heiß. Die werde ich jetzt eben schnell fertig machen. Dann tue ich die schon mal auf unser Backblech, was ich da gleich vorbereite. Und dann werde ich mich mal kurz an unsere Ananas wagen. Werde mir da schöne Ringe draus bauen, die wir dann hinterher schön da drauf packen können. Ich brate jetzt mal eben schnell mir hier meine Toastscheiben und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, den ersten Toast habe ich von beiden Seiten jetzt so ein bisschen angebräunt und das mache ich jetzt mit den restlichen dreien auch noch. So, ich habe hier jetzt so ein schönes Stück gekochten Schinken. Da mache ich so Scheiben draus. Dann kann man das besser da drauflegen, weil wir wollen ja auch überall Schinken haben. Dann belege ich das jetzt mal eben so ein bisschen, damit wir überall gleichmäßig schön Schinken drauf haben. Wir haben jetzt schön den gekochten Schinken über unsere vier Toastscheiben verteilt. Ich habe die Ananas klein geschnitten in kleine Teile. Die kann man schön gleichmäßig über den Toast verteilen und hat nicht nur eine große Scheibe da liegen. Ich möchte halt auch am Rand ein bisschen Ananas haben und nicht nur in der Mitte eine große Scheibe mit einem Loch. Das finde ich
nicht so schön. Deshalb haben wir das jetzt in Teile geschnitten. Das versuche ich jetzt hier gerade mal gleichmäßig zu verteilen. Sieht richtig fantastisch aus, ne? Ja, fantastisch sind Tierwelten. So. So, dann gibt es jetzt noch einen Klacks. Wir nehmen heute mal Erdbeeren. Mal ein etwas anderer Klacks. Etwas anderer Geschmack da drin. Finde ich auch ganz cool. Nicht immer nur Preiselbeere. So Erdbeere geht genauso geil. Und die wird jetzt schön verlaufen da drin gleich. Und dann hat man so einen leichten Erdbeergeschmack mit da drin. Finde ich richtig geil. So, jetzt kommt hier meine Hollandaise noch drauf und dann der Käse. So, dann machen wir uns jetzt schön die Hollandaise hier gleichmäßig mittig auf unseren Hawaii-Toast. Das sieht ja schon ganz geil aus und geht ja auch recht gut. Das wird nachher richtig gut schmecken. Klasse. So, jetzt machen wir da schön viel geriebene Mozzarella-Käse drüber. Man kann da auch Scheibenkäse drüber legen. Ich finde aber so diese geriebene Variante schon ganz praktisch. Und das zerläuft dann halt auch schön gleichmäßig. Das sieht dann hinterher auch richtig gut aus. Wir machen aber auch jetzt gleich zwei Sorten da drauf. So halb-halb. Das sieht dann auch noch optisch richtig cool aus, wenn man dann gleich da schön den Chester Käse sieht. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. So, jetzt schön geriebenen Chester Käse über die eine Hälfte. Dann ist die eine Hälfte hell und die andere Hälfte dunkel. Richtig geil. Ja, wie macht ihr das denn? Schreibt mir das doch mal einfach unten in die Kommentarliste rein. Würde mich ja schon sehr interessieren, wie ihr das macht. Gibt ja ganz viele verschiedene Varianten davon. So, jetzt werden wir uns das gleich nehmen und in unseren vorgeheizten Backofen tun. Ich habe den auf 120 Grad vorgeheizt. Und wenn ich jetzt hier die Tür endlich aufgemacht habe, dann tue ich den da auch rein. So, klasse. So, ich habe ihn da jetzt drin gelassen, solange bis der Käse halt schön verlaufen ist. Das kann man jetzt sehen. Das waren etwas über 10 Minuten. Viel länger dauert das ja dann immer nicht. Geil, das sieht so, so lecker aus. Schön mit dieser Ananas. Richtig geil. Ich werde das jetzt mal anschneiden, damit ihr euch das alles schön ansehen könnt, wie schön das jetzt so von innen geworden ist. So, jetzt lege ich das nochmal eben schnell oben drauf. Guck mal, oh, geil. Richtig schön. So. Na, jetzt kann man das richtig gut sehen. Mittig schön die Erdbeermarmelade, dann schön die Ananas, der Schinken überall gleichmäßig. Richtig geil. Ja, sollte euch das gefallen haben, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, schreibt sie einfach unten in die Box. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Ciao, euer Frank.